in die abgekühlte Karottenmarinade, Kapern, Nelken, rosa Pfeffer, Lorbeer, eine Spur Zimt und eine Handvoll gehackter Petersilie. Vollendet wird mit einer Mischung aus Bergkräutern. Das Gewürzgeheimnis aus seinem Tal, selbst gesammelt. Den Fisch mit Marinade bedecken. 10 Stunden im Kühlen einziehen lassen. Kishai. Für die Gäste, die diese Spezialität zum ersten Mal vorgesetzt bekommen, wirkt der zugedeckte Pfannkuchen rätselhaft und simpel. Jedoch, dieser luftig geblähte Buchweizenkuchen verbirgt eine würzige Käseüberraschung aus geschmolzenem Bitter und Parmesan. Ein Kishai del Vecchio Fiume. Ragazzi, denaro non è niente. Denaro non è niente, ok? Gebirgsbachforelle, sauer eingelegt. In Streifen geschnittener Mangold mit Zwiebeln wurde dafür kurz in Olivenöl angedünstet, gewürzt, abgelöscht mit Weißwein und Essig. Die angebratenen Fischfilets werden darin eingelegt. Vor dem Servieren wird die Forellenhälfte abgehäutet, dann mit etwas würzigem Gemüse belegt und angerichtet. Devo pulire un attimo il bordo. Ciak. Rot-weißer Radicchio. Ein kugeliges Salatgemüse, angenehm bitterlich im Geschmack. Kurz blanchieren. Eine Bechamelsoße wird angerührt. Mehl und Butter zu gleichen Teilen hellgelb anschwitzen. Kochend heiße Milch einrühren. Von jetzt an folgt Marco nicht mehr dem urfranzösischen Rezept. Vorgegeben wäre Salz. Er mengt dafür den würzigen Radicchio unter und die sonst vorgesehene Sahne wird ersetzt mit in Würfel geschnittenem Bitto. Beim ständigen Umrühren auf den Schmelzgrad achten. Es kann leicht ansetzen oder auch gerinnen. Non so, può andare, ma meglio di no, mamma. Eine sämige Füllung. Radicchio Bechamel mit vollfettem Bitto-Käse für Crispelle. So heißen die dünnwandigen Pfannkuchentaschen.
Die vielen Pfannkuchen, süß oder salzig, für Mittag und Abend werden im Voraus gebacken. Koch Marco schätzt sie als Teigware, als seine hausgemachte Pasta. Gewürzter Pecorino, ein Schafkäse, verpackt in Crepe oder eingewickeltes Maronenmus mit Pinienkernen in Salbei-Sahnesoße. Auf die gefalteten Radicchio-Taschen einen Bitto-Deckel. Nach 10 Minuten fertig aus dem Rohr. Die Waldliner Bauernküche ist nahrhaft, sättigend und angenehm für Zunge und Gaumen. Ecco, wow, ci siamo questi. Ed il pizzocchero. Dove c'è il tavolo? Tavolo 4? Scaldese. Scusate. Tavolo 4, sì. Su questi e poi abbiamo l'occa al patè che puoi già mettere i crostoni, Fabio, che ci pensi. Nachspeise. Devo passare la salsa. Palatschinken mit Maronenfüllung. Hart getrocknete Edelkastanien vom letzten Herbst. Eingeweicht, püriert, mit Eiercreme vermengt. Die damit gefüllten angewärmten Crepe mit Vanillesoße übergießen. Eine Erinnerung der Waldliner Küche an die österreichische Regentschaft zur Zeit Kaiser Franz Josefs. Neben der Straße, kurz vor der Bezirkshauptstadt Sondrio, die Bergflanke von Sassella. Seit Jahrhunderten krallen sich die Trockensteinmauern an den steilen Fels. Diese Steinnester wurden mit Schwemmerde der Atter gefüllt. Generation um Generation schleppen die Bauern die fruchtbringende Erde aus dem Talgrund hinauf. Der Erfolg? Terrassen an sonnenerwärmten Berghängen für die Weinstöcke. Sichtbares Zeugnis der Anstrengung und der Lohn dafür? Die berühmten Weinsorten aus dem Valtellin mit den klingenden Namen Sassella, Grumello, Inferno, Valcella. Alles ansprechend trockene Rotweine aus der Nebbiola-Traube. Diese Weine ergänzen mit ihrem körperlichen Charakter ganz besonders die eigenständige Küche der nordlombardischen Region. Der Wunsch und die Notwendigkeit, Fleisch lange geschmackvoll aufzubewahren, erfüllten sich die Waldliner mit der Schöpfung einer weit über ihr Tal hinaus begehrten Spezialität. Das Bresaola. Ein gepökeltes, luftgetrocknetes, gepresstes, mageres Stück Fleisch vom Rind. Schräg oberhalb von Sondrio, mittendrin in den Weinlagen des Grumello, im Ristorante dei Castelli, bei dem Besitzer-Ehepaar Franco und Florinda Baldini gibt es diese Spezialität zur Vorspeise. Bresaola, frisches Rindfleisch, Hüftspitze, gut 15 Tage leicht beschwert in einer Gewürzlacke aus Rotwein mit Knoblauch, Salz, Pfeffer und Lorbeeren. Ausgepresst und dann ungefähr 6 Monate luftgetrocknet. Zu einer ähnlichen Spezialität aus dem Schweizerischen, dem Bündnerfleisch, ist der Verwandtschaftsgrad der eines Vetters. Härter getrocknet sei der Schweizer Bündner. Geschmeidiger und saftiger das italienische Bresaola. Bresaola wird vor dem Servieren hauchdünn aufgeschnitten. Signora Florinda verfeinert mit Wildthymian und würzt mit aufgeschlagenem Olivenöl und Zitronensaft.
Für ein Fleischgericht, das Franco Baldini seinen Gästen auf offenem Feuer bereitet, hantieren seine Frau und sein Koch mit auffälligen Holzspießen. Abgelagertes, dünn aufgeschnittenes, mageres Rindfleisch wird fest um das glatt geschliffene Rundholz gepresst. Das Holz aus Tanne wird nur ein einziges Mal verwendet. Im Restaurante Dai Castello bietet der Chef an, als ersten Gang, primo piatti, die Zoccheri. Bestelltes wird frisch bereitet. Auch die Teigwaren, aus Buchweizen- und Hartweizenmehl gefertigten Nudelstäbe für Pizzoccheri. Kochanleitung für deren Zubereitung. Kartoffelscheiben und Gemüse, wahlweise Wirsing oder Mangold oder Spinat und viel kochendes Salzwasser. Die Pizzoccheri dazugeben und alles zusammen 15 bis 18 Minuten kochen lassen. 7? 6. Adesso per chi fa un'idea di me che li metto su un piatto di legno e li metto qua nel ristorante. Da ist Zeit für ein anderes Gericht. Fein geschnittene rohe Artischocken mit Speckstreifen anschmelzen. Sahne aufgießen, würzen. Hausgemachte Tagliatelle untermischen. Der Nudelteller mit Artischocken da Franco. Er stammt aus der Toskana. Weiter mit der Valtelliner Nudelspezialität. Butter auslassen, die fertig gekochten Pizzoccheri mit Wirsing und Kartoffeln in eine Schüssel geben. Bergkäsewürfel und geriebenen Parmesan beifügen. Knoblauch, Salbei und eine Prise Pfeffer in viel Butter dünsten und damit die Pizzoccheri übergießen. Heiß servieren. Gefühlvoll wird untergehoben und ausgeteilt.
Ma sì, non sono ma se solo cosa fai? Vieni a prendere, non ho tempo. Ovviamente è unico. Il soffitto è unico. Formaggio, che formaggio mettete? Qual era quella? I pastrotti non sono quelli della lattina, no? La fregole? Il pepe è quasi d'obbligo, lo conoscete già. Frischer, grob gemahlener schwarzer Pfeffer muss sein. Sicuramente devi inquadrare anche me. Perso un mio. È sempre in tempo. C'è nell'orecchio. Il pepe lo metto comunque. Auftakt zu Frankos einzigartigen Hirtenspießen. Vor und für seine Gäste. Pfeffern und sorgfältig rundum mit Gewürzöl bepinseln und über das offene Feuer im offenen Kamin. Kurzes Antippen am spitzen Ende hilft gegen das Ankleben vom Fleisch auf dem heißen Rost. Beilage zum Fleisch: Bratkartoffeln und gedünstetes Gemüse. Che bella verdura. Andiamo con la signora. Die Sorgfalt beim Umwickeln der Spieße gibt jetzt dem Fleisch den festen Halt am Holz. Hitze und Rauch garen von außen die gewürzte Fleischrinde. Innen am Holzkern angepresst bleibt das Fleisch rosa und saftig. Gesalzen wird zuletzt. Es schmeckt seinen Gästen. Das bedeutet für Franco stillen Applaus. Und dazu einen Wein aus dem Val Thelin. Nicht nur in diesem Kellergewölbe in Sondrio lagern sie. Sarsella, Sforzato, Valcella, Brumello. Oben im Laden wird jeder, der nicht nur Wein sucht, auch fündig. Über Jahrzehnte hinweg hat sich dieser Einkaufsladen seine liebenswerte Eigenart erhalten. Ein Angebot von überquellender Fülle und Vielfalt, lose und verpackt, in großen und kleinen Mengen, aus den verschiedensten italienischen Regionen. Und mit besonderem Stolz werden hier die Zutaten aufbewahrt, die das Bereiten der Spezialitäten aus den Küchen dieses Bergtals möglich machen. Buchweizenmehl, Pitokäse und Brisaola. Eine Voraussetzung für Pizzoccheri, Chat und Quichet und den anderen beliebten Speisen, an denen nicht nur die Bewohner aus dem Val Thelin ihre Freude und genussvolle Erinnerung haben.